So, hallo, liebe YouTube, liebe Facebook-Freunde. Ich glaube, ich muss hier nochmal schnell die Kamera ein bisschen versetzen. Ja, es soll ja auch schließlich jeder die Anahi-Fahne sehen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Jetzt ist es gut. Ihr seht im Hintergrund die Fahne der Freiheit. Anarchie, ja. Das ist mal so die Einführung. Mein Name ist Jürgen Braun und ich bekenne mich hier für die Anarchie. Warum sage ich das? Ja, es gibt ein bisschen Unstimmigkeiten über meine Person. Viele versuchen mich in eine Ecke zu stellen oder versuchen mich in einer Schublade zu stecken, in die ich aber nicht hineingehöre. Ja. Ich bin ja auch bei Facebook unterwegs, beschäftige mich mit vielen Themen und ja, es ist halt so, dass ich einfach der Meinung bin, man sollte mit jedem reden, also egal ob es Rechte oder Linke sind, das ist mir scheißegal. Und ich persönlich bezeichne mich nicht als links und auch nicht als rechts, ja, sondern ich bin einfach nur ein Querdenker. Ein Querdenker aus einer Mitte heraus, also einer politischen Mitte, jenseits der parlamentarischen Parteien, der etablierten Parteien, weil diese etablierten Parteien sind für mich nicht die Mitte, das können die von mir behaupten, aber für mich sind es die größten Radikalen, sind die größten Extremisten, Merkel und Co. ruinieren unser Land, ja, sie machen uns echt kaputt, sie verwickeln uns in irgendwelche NATO-Kriege, wo wir nicht wollen, wo das Volk gar nicht will, sie treiben den Kapitalismus voran und ja, das sind alles so Dinge, wo ich einfach so sehe und sage, das ist einfach nicht gut. Ja. Und deswegen bezeichnet man mich jetzt als Querfrontler. Ja. Was heißt denn Querfront überhaupt? Querfront. Das heißt, Querfront heißt ja nichts anderes, dass sich politisch Linksradikale und politisch Rechtsradikale vereinigen, um irgendein Ziel zu verfolgen, ja, um den Staat zu stürzen. Ja. Hey Leute, ich habe was Besseres zu tun, also ich will keine Allianz schließen von Rechts- und Linksradikale. Hallo, was geht ab? Das ist nicht mein Ziel. Ich habe Besseres zu tun. Ich bin einfach nur ein Querdenker. Ich lasse mich nicht in einer Schublade stecken. Ich bin ein multidimensionaler Mensch. Ein multidimensionales Wesen. Ich bin multikulturell, ich bin multireligiös, ich bin multipolitisch. Ich mache meine eigenen Gedanken. Ich scheiße auf alle Dogmen. Es gibt gewisse Punkte, es gibt gewisse politische Dinge, wo ich einfach meine Meinung dazu habe. Da sage ich meine Meinung dazu. Mehr ist es nicht, deswegen bin ich ein Querfrontler. Hallo, was geht ab? Überlegt mal, was Querfront heißt. Querfront. Wenn sich Linke und Rechte vereinigen, dann ist es Nationalbolschewismus. Der Nationalbolschewismus. Wir haben ihn dann zum Teil auch gehabt. Die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, das war zum Teil nationalbolschewistisch. Die DDR war nationalistisch, die DDR war faschistisch. Da sind die Leute in Uniformen rumgerannt. Ja? Ausländer gab es zwar, ja klar. Aus Kuba, ja, aus afrikanischen Staaten und Vietnamesen. Aber die sind abgesondert worden aus der Bevölkerung. Ja. Oder jeder hat gesagt, okay, das sind bloß so Gastarbeiter und die gehen dann irgendwann wieder zurück. Die DDR war für mich meines Erachtens ein nationalbolschewistischer Staat. Das wäre sowas, wenn Rechte und Linke sich vereinigen, dann hätten wir DDR. Ist aber nicht gut. Ja, warum? Weil es keine Freiheit gibt in dem Nationalbolschewismus. Ja? Ich bin das hier. Anarchie, Leute. Okay?
mein Hauptziel und mein wichtigstes politisches Ziel, was ich vertrete, ist einfach das bedingungslose Grundeinkommen, was verdammt wichtig ist. Ja. Warum? Leute, ich sag euch mal eins. Immer mehr Maschinen, immer mehr humanoide Roboter übernehmen immer mehr menschliche Arbeitskraft. So. Arbeitsplätze werden immer weniger. Aber Arbeitssuchende sind genügend da. Jetzt was passiert? Viele Arbeitssuchende schlagen sich um die wenigen freien Jobangebote. Um diese sogenannten freien Stellen. Ja. Angst um den Arbeitsplatz nimmt zu. Mobbing nimmt zu. Die Macht des Arbeitgebers nimmt zu. Ja. Warum? Weil der Arbeitgeber kann sich zurücklehnen und kann sagen, ach, die genug Idioten, da draußen stehen sie vor die Toren und wollen reindrücken. Ja. Kommt bei Mutter, Entschuldigung. Ganz kurz, Mutter, ich drehe gerade ein Video, gell? Ja. Komm später. So. Weiter geht's im Geschäft. Und so sieht's aus. Immer mehr Arbeitssuchende und immer weniger Jobs. Immer weniger mehr Arbeit. Was gibt's denn überhaupt noch an Arbeitsstellen? Was ist denn, wenn ihr beim Arbeitsamt angemeldet sind? Was wird euch denn da vermittelt? Die größten Drecksjobs? Leiharbeit? Das heißt, wenn ich mich unter Wert verkaufe, kriege ich noch einen Job? So sieht's aus. Und es wird nur schlimmer. Oder vielleicht besser, je nachdem, was wir draus machen. Und jetzt mal an Tony Mahoney. Lieber Tony Mahoney. Das ist ein Freund von mir. Facebook-Freund. Er ist gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Lieber Tony, überleg doch mal. Wie soll das noch weitergehen? Es ist bewiesen, dass wenn die humanoide Robotertechnologie, wenn die Roboter kommen, die humaniden Roboter, und ich hab dir, Tony Mahoney, das Video verlinkt, ja, Atlas, die neue Generation, das sind humanoide Roboter, und dieser Roboter Atlas kann hier Pakete hochheben und auf den Band stellen, ja, so, was ist jetzt, wenn dieser Roboter mal fehlreif wird? Lieber Toni, dann wird es so sein, ja, dass 60% der jetzigen, die jetzt in Arbeit sind, 60% von denen auf Einschlag arbeitslos sind. Dann haben wir nicht mehr nur 2-3 Millionen Arbeitslose, lieber Toni, sondern 10 und 20 Millionen Arbeitslose. Was willst du mit denen machen? Ja? Willst du die mit Sanktionen traktieren? Willst du die auch mit Sanktionen bedrohen? Ja? Dass sie dann irgendwann noch total auf der Straße sind und nichts mehr zu fressen haben? Ja? Ich sag dir eins, dann gibt es Bürgerkrieg. Lieber Tony Mahoney, du bist doch der Libertäre. Du bist doch auch ein Anarchist. Mann. Kapiert es, das bedingungslose Grundeinkommen sorgt für mehr Freiheit. Das ist kein, das hat mit Sozialismus nichts zu tun, sondern mit Freiheit. Ich bin ein moderner Mensch, ja, wir sind moderne Menschen, wir brauchen einfach Geld. Jetzt überleg doch mal logisch. Ich kann nicht hergehen, schau mal, es ist nicht so wie früher im Mittelalter oder wie in der Steinzeit, ja, dass ich da irgendwo in den Wald ziehen kann und dann mein Reh jagen oder mein Has jagen kann. Ja, ist alles verboten, das ist Wilderei. Ich kann keinen Fisch fangen. Das ist nämlich, wenn ich einen Fisch fange, dann ist es ja Schwarzangeln. Ja, kann ich nicht machen. Ich kann mich nicht von der Natur, von der Natur kann ich mich nur in begrenztem Maße versorgen. Ja. Es ist okay, wenn jemand Selbstversorgung macht und Survival-Kurs und so, ja, aber es ist alles sehr begrenzt, ja. Ja, ich kann kein Reh jagen, das geht nicht. Ich brauche Geld, das ist so, der moderne Mensch braucht der Geld. Jeder moderne Mensch braucht der Geld. Es ist einfach so, sonst ist kein menschenwürdiges Leben mehr möglich. Und es steht im Grundgesetz, dass jeder Mensch ein Recht hat auf ein menschenwürdiges Dasein.
ohne Zwangsarbeit, ja, ohne Zwangsarbeit, ohne dass man mich in jeden Drecksjob nahe drückt, wo ich wieder mit anderen Menschen im Ellenbogenkampf konkurrieren muss. Verdammte Scheiße. Tony Mahoney, hey, begreif's doch mal! Sonst bist du für mich kein Anarchist. Du bist kein Anarchist. Du bist kein Libertärer. Begreif das. Ich hab dir die Videos verlinkt, Mann. Ich hab doch mit dir schon diskutiert bei Facebook. Hey, ja Mann, was geht mit dir ab? Und du kommst immer wieder mit dem Gleichen daher. Ja, das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht moralisch. Was ist denn moralisch? Dass man Leute sanktioniert, bis in der Obdachlosigkeit stecken. Deutschland ist ein kaltes Land, wie viele Obdachlose verfrieren jedes Jahr. Das kannst du nicht sein. Kapiert doch, es wird immer weniger Arbeit. Der menschliche Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Ja? Die Roboter machen Zukunft für uns die Arbeit. Die Roboter, Leute, begreift es, geht es in euren Schädel hinein. Warum sollen wir uns um die immer weniger Arbeitsplätze konkurrieren und uns gegenseitig die Fresse einhauen? Warum denn? Warum denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Leute, schaltet doch mal Sinn ein. Das mal zum einen, zum bedingungslosen Grundeinkommen. Es ist verdammt wichtig, wir brauchen es. Wenn diese humanoide Robotertechnologie irgendwann mal serienfertig wird, dann werden Arbeitsplätze wegfallen wie faules Fallobst. Und dann sind zig Millionen Leute arbeitslos. Und entweder wir sagen, wir gehen in die Freizeitgesellschaft, sagen, okay, es ist gut, die Roboter schaffen für uns. Oder es gibt Bürgerkrieg. Und dafür habe ich Angst. Es gibt Bürgerkrieg. Ich habe sogar schon davor träumt, ich habe schon Albträume vom Bürgerkrieg, dass es in Deutschland einen Bürgerkrieg gibt. Weil die Leute haben irgendwann mal die Faxen dick. Da bin ich doch lieber für ihre Freizeitgesellschaft, wo die Maschinen für uns die Arbeit machen und wir kriegen die Kohle. Bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist finanzierbar. Ja? Wenn Bankenrettungen finanzierbar sind, wenn Millionen Flüchtlinge trotz Wohnungsnot finanzierbar sind, wenn Steuersenkungen für die Reiche finanzierbar sind, hey, dann ist das bedingungslose Grundeinkommen noch zigmal um ein viel leichteres finanzierbar. Das Geld ist da. Wenn man das ganze Barvermögen umverteilen würde, dann hätte jeder über 80.000 Euro auf dem Konto so. Wäre doch eine geile Sache. Das wäre ja sogar zum Überlegen, ob man das ganze Barvermögen kurz vor Weihnachten am besten, als super Weihnachtsgeschenk für die Bevölkerung, teilen wir das ganze Barvermögen auf alle Bundesbürger um, dann hat jeder über 80.000 Euro. Ja. Und dann könnte sich lieber Toni, ja, überleg mal, freier du, freier Mensch, da könnte sich jeder selbstständig machen. Die Möglichkeit wäre da. Dann noch das bedingungslose Grundeinkommen. Du hättest kein Risiko mehr. Wie viele Leute wollen sich dann trauen, sich selbstständig zu machen, freiberuflich irgendwas in die Wege zu leiten oder als Selbstversorger, Selbstversorgerhof, autark zum Leben, den Strom selber den Strom zu produzieren, ja? Selber Gemüse in Obst und Gemüse anzubauen, ja? Und dadurch sein eigener freier Herr zu werden, das ist der anarchistische Ansatz. Der Mensch verwaltet sich selber, er wird sein eigener freier Herr. Er macht alles selber. Und das geht nur über das bedingungslose Grundeinkommen. Anders ist es nicht möglich. Das wäre der Weg, das will ich euch sagen. Und das muss in die Schädel nehmen. Was wollt ihr? Wollt ihr bessere Gesellschaft? Oder wollt ihr, dass die Leute gegenseitig umbringen? Ja. So, das nochmal soweit. Das nochmal soweit zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das nochmal soweit. Und ich werde noch weitere Videos machen. Es gibt viele Sachen, die mich beschäftigen. Ich will eigentlich jetzt weniger politische werden, aber die Politik lässt mir irgendwie nicht ganz los. Es gibt auch immer wieder Sachen, wo ich sagen oder wo mich beschäftigen. Auch jetzt zum Beispiel mit Adrian Ursache, dem sogenannten Reichsbürger, dem angeblichen Reichsbürger. Ja. Glaube ich aber nicht. Ja, es ist einfach nur ein freiheitsliebender Mensch, der sich seine Rechte kämpft.
eigenen Staat gründen, finde ich super. Jeder soll seinen eigenen Staat gründen. Ja, das ist da für mich anarchistisch ansetzt. Das hat mit Reichsbürger nichts zu tun. Vielleicht versuchen auch Reichsbürger, sich da auf diesen Adrian Ursache da irgendwie da aufzuhangeln. Und vielleicht, das kann ja sein, das mag ja sein, dass sich da irgendwo Reichsbürger da tummeln bei dem Staat Ur. Aber im Grundsatz ist es nicht schlecht, was er gemacht hat. Ja. Und er hat auch sich von Reichsbürgern distanziert und ich fand es glaubwürdig und von dem her muss ich sagen, liegt da meine Solidarität dabei, ja, genauso wie mit dem Montagsmahl machen für den Frieden. Auch das ist solidarisch. Ich bin nicht nur Anarchist, ich bin auch Antiimperialist und ich bin auf jeden Fall auch sozial, der sozial denkende Mensch. Das sollte jeder wissen, der mit mir zu tun hat. Das sollten auch meine Gegner wissen. Und ja, von dem her wollte ich nur kurz einen Ausblick machen mit meinen Videos. Das nächste Video geht dann über Religion. Ich werde mich mit Religion beschäftigen. Koran, Buddhismus, auch die Situation mit dem Islam. Also weil ja gerade Islam jetzt sehr in der Kritik steht, da möchte ich jetzt auch ein eigenes Statement dazu bringen. Ja. Ich will nur nicht viel verraten, ich will nur sagen, ich habe vielleicht auch jetzt ein bisschen, mal ganz vorsichtig gesagt, eine etwas islamkritischere Ansicht bekommen. Aber dazu dann in meinem nächsten Thema, da will ich dann das genauer erläutern. Okay. Das war's mal soweit. Dann wünsche ich alle noch alles Gute und dann bis zum nächsten Video. Vielen Dank.